Ja, jetzt habt ihr schon viel gehört vom 3.10. Ich werde es nie vergessen, wir saßen bei Micha im Garten. Wir haben ja AGs. Das heißt, nicht nur das, was ihr jetzt hier heute seht oder jeden Montag hier seht, ist nur das, was wir tun, sondern wir organisieren uns auch in Arbeitsgemeinschaften, einfach zu verschiedenen Themen, wo Menschen Lust drauf haben, ein bisschen mehr zu machen, sich auszutauschen oder auch etwas nach vorne zu bringen. Eins dieser Arbeitsgruppen ist zum Beispiel Arbeitsgruppen Presse und Medien. Und wir saßen bei Micha im Garten und da kam dann unser Fabian und meinte dann, ja, er hat da so eine ganz tolle Idee und das muss er nach vorne bringen. Montag später, zwei Tage später, nee, sonntags haben wir uns getroffen, ne? Sonntags getroffen, montags hat er es dann hier präsentiert. Das war irgendwie Anfang August und mittlerweile laufen überall Aktionen in ganz Deutschland. Und ja, ich möchte einfach den Fabian hier nochmal nach vorne bitten, dass er uns auch nochmal ein bisschen was von sich aus erzählt. Ja, ich bin glücklich. Ich bin auf jeden Fall voll zufrieden und ich habe das Ganze ja auch als Test, als Übung angesagt für Basisdemokratie, für selbstverantwortlich Handeln, für dezentral organisiert, strukturiert sein. Und es hat funktioniert und ich bin stolz auf diese Bewegung, ich bin stolz auf die Montagsmahnwachen. Ich habe nicht viel angeschoben, ich habe die Idee angeschoben, ich habe das Video ein bisschen im Internet hier und da verbreitet. Ich hatte jetzt die letzten zwei Wochen fast gar kein Internet. Ich musste nicht viel machen, ich habe diese Idee in die Welt getragen und da ist wirklich was Großes draus geworden. Also wir haben jetzt von Leipzig und Berlin, glaube ich, war da in der Aufzählung noch vergessen. Es ist einfach nur daraus, aus diesem simplen Gedanken, ja cool, wir machen eine bundesweite Aktion, ich sage das an, eine bundesweite Aktion geworden. Also nochmal Dankeschön an alle, die das gehört und was draus gemacht haben. Saugeil, ich bin echt stolz. Ich bin stolz darauf, dass diese Bewegung so arbeitet und handelt. Und zwar nicht, ne, das Gegenbeispiel wäre jetzt meine Idee, ich will, dass das so und so läuft und dass alle den und den Zettel haben und alle da und da und da. Und da muss man nur noch hingehen und sagen, oh, da mache ich mit. Nein, genau das Gegenteil. So, und ich musste wirklich nicht viel mehr machen, als hier und da die Idee kundtun. Und dann hat jeder da, wo er gerade ist und seinen Platz ist und wie er Zeit hat, die Idee aufgeschnappt und weitergetragen. Und das hat funktioniert. Und das kann auch weiter funktionieren. Und ich mache jetzt mal eine Ansage. Stuhl drauf. Ja, die erste hat ja funktioniert. Diesmal nehmen wir uns noch mehr Zeit. Das Ziel ist jetzt am 3. Oktober in einem Jahr wird es global funktionieren. Und das ist das Einzige, was die Menschheit auch wirklich von den Problemen lösen wird und lösen kann. Wenn wir uns solidarisieren mit den Arbeitern in China, wenn die Arbeiter in China sich solidarisieren mit den Arbeitern in Deutschland und natürlich auch selbstständig, völlig egal, wenn wir einen globalen Tag haben, einen globalen Tag, an dem wir als einfaches Volk sagen, jetzt gehen wir hier raus, weil dieses System uns als einfachen Bürger einfach nur noch zerfrisst, zerstört, ausnutzt, ausbluten lässt und ausspuckt, wenn wir nicht mehr zu gebrauchen sind. Also, wir haben noch viel Zeit. Glaubt an euch selber. Ich habe nur für ein paar Tage, für ein paar Wochen an diese Idee geglaubt. Ich glaube immer noch an sie. Sie ist groß geworden. Ihr könnt das auch. Und darum geht's. Jeder von euch kann das. Und ich finde es einfach super, wirklich super an dieser Bewegung, dass wir langsam und bewusst wachsen. Natürlich haben wir auch Konflikte. Natürlich haben wir auch hier und da mal oben ab. Aber es geht wirklich darum, ein stabiles Wachstum, kein wucherndes Wachstum wie ein Krebsgeschwür, kein Luftballon aufzublasen, den man einfach so platzen lassen kann. Ich bin hier seit dem ersten Tag, seit der ersten Montagsmahnwache in Braunschweig und ich kann euch sagen, diese Bewegung bekommt Kraft und sie wird stärker und sie wird nicht unaufhaltbar sein, sondern sie wird dieses System aufhalten und darum geht es mir höchstpersönlich und ich wünsche euch noch einen schönen Montag. Morgen geht's los in Deutschland. Viel Spaß, tanzt, singt, schreit. Zeigt ihm, dass ihr diese Scheiße nicht mehr wollt. Vielen Dank, Fabian, dass du uns die Steilvorlage gegeben hast und wir dich mit nach Hannover nehmen können.